Ja, Herr Mattner, herzlichen Dank. Auch im Namen von Herrn Machnik. Ist leider verhindert. Es gibt, wie Sie sicher mitgekriegt haben, aktuelle, ganz aktuelle politische Entwicklungen und Ereignisse. Die ganze Flüchtlingsfrage, wo es viele Gespräche zu führen gibt. Und deswegen hat ein Termin leider länger gedauert und ist deswegen verhindert. Aber er grüßt Sie recht herzlich. Er wäre sehr gerne gekommen, weil er natürlich als zuständiger Staatssekretär in einem Ministerium, was ganz elementar für die Entwicklung der Elektromobilität ist, hier gerne zu Ihnen gesprochen hätte. Zu einem Kongress der Stiftung Lebendige Stadt zum Thema die elektromobile Stadt. Und es gibt, glaube ich, keinen besseren Ort als Berlin, wenn es um lebendige Stadt geht. Das kann ich sagen, der seit 25 Jahren hier wohnt und diese lebendige Stadt zu schätzen weiß. Und es geht um die elektromobile Stadt. Und wenn nicht in der Stadt, wo dann können wir mit Elektromobilität anfangen? Wir haben hier ein Umfeld, ein Klima, ein Mikrokosmos, der für Elektromobilität nahezu ideal ist. Wir haben junge Leute, technikaffine Leute, wir haben ein Cluster, wir haben relativ kleine Entfernungen, viele Leute auf kleinem Platz. Das sind ideale Bedingungen für die Entwicklung von Elektromobilität. Und das sind diese Dinge, die wir brauchen bei Elektromobilität. Weil wir haben bei der ganzen Frage Elektromobilität schon das Problem, was kommt zuerst, also das berühmte Henne-Ei-Problem. Die Einführung oder ein Erfolg von Elektromobilität funktioniert nicht, wenn wir kein Angebot haben. Es funktioniert auch nicht, wenn wir keine Nachfrage haben. Und es funktioniert auch nicht, wenn wir nicht die nötige Infrastruktur haben, die sowohl das Angebot als auch die Nachfrage braucht. Aber die Infrastruktur kommt nicht, wenn wir nicht entsprechende Nachfrage haben. Also ein Problem mit drei Enden, mit drei Unbekannten, aber nur eine Gleichung. Die Mathematiker wissen, dass das dann nicht funktioniert. Deswegen muss man da gucken, wie kommen wir aus dieser Nummer raus. Elektromobilität ist aber wichtig, gerade in der Stadt. Elektromobilität löst eines der Probleme von Ballungszentren, und zwar Umweltbedingungen, die Diskussion mit Feinstaub, die Sie in letzter Zeit auch mitbekommen haben. Also Elektromobilität ein zentraler Punkt für die Lebensqualität in der Stadt. Ein zentraler Punkt, wie wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Elektromobilität kann auch einen zentralen Beitrag leisten für die Stabilisierung des Energiesystems. Wir haben enorme Potenziale, wenn wir ausreichend Elektromobile haben, dass wir die Energiewende oder dass wir ein Problem der Energiewende lösen können. Wie gehen wir mit den Speichern um? Wie gehen wir damit um, dass wir hochvolatile Energieangebote haben und ein Muster der Nachfrage, die nicht zu diesem volatilen Angebot passt? Und hier kann Elektromobilität dazu beitragen, dass, wenn der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint, dass Elektrofahrzeuge dann intelligent als Puffer wirken können. Elektrofahrzeuge sind somit ein Schlüssel zur klimafreundlichen Mobilität. Und gut in dem Zusammenhang ist, dass das BMWi, das Bundesministerium für Wirtschaft, nicht mehr nur für Wirtschaft, sondern auch für Energie zuständig ist. Also das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Dass wir zwei unterschiedliche Dinge zu einem System zusammenführen können. Und deswegen wollen wir auch die Möglichkeiten, die wir auf der einen Seite mit der Verantwortung für Energie haben, nutzen, um das zusammenzubringen mit der Verantwortung, die wir im Bereich Elektromobilität haben. Dass wir also jetzt, gerade jetzt, wo wir dabei sind, einen neuen Strommarkt zu bilden, zu generieren, dass wir den bestmöglichst für die Elektromobilität nutzen können.
Und da sind noch enorme Möglichkeiten, nicht nur als Puffer, nicht nur technische Möglichkeiten, sondern es sind enorme Möglichkeiten auch für neue Geschäftsmodelle. Und auch da kommt lebendige Stadt wieder ins Spiel. Gerade hier in Berlin haben wir ein Klima, ein Biotop von Start-ups, von kreativen Köpfen, die neue Geschäftsmodelle entwickeln, damit Laden viel einfacher wird. Und wenn wir da weiterkommen, dann haben wir eben die Möglichkeit, durch intelligentes Laden Elektrofahrzeuge zum Beispiel in den Strom- und in den Regelenergiemarkt integriert werden können. Das hat einen Vorteil, dass die Kosten für Elektromobilität, nämlich die Kosten für den Fahrstrom, signifikant gesenkt werden können. Gleichzeitig, bin ich schon darauf eingegangen, können wir durch ein intelligentes, gesteuertes Laden zur Stabilität der Netze beitragen und so auch einen Erfolg für das Gelingen der Energiewende beitragen. Wenn wir über Elektromobilität sprechen und die Frage Leitmarkt, Leitanbieter, also was ist dieses Henne-Ei-Problem, darüber sprechen, müssen wir gucken, wo sind wir denn schon weit vorangeschritten, wo haben wir denn Erfolge nachzuweisen, wo mangelt es noch an Erfolgen. Und wir haben uns ja bei der Elektromobilität das Ziel gesetzt, 1 Million Elektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen. Da sind wir noch nicht so weit. Aber wir haben auch das Ziel gehabt, Leitanbieter in der Welt zu werden. Dass deutsche Industrieunternehmen, deutsche Automobilindustrieunternehmen an der weltweiten Entwicklung, die ich absolut erwarte, an der weltweiten Entwicklung bei Elektromobilen auch partizipieren. Die deutsche Automobilindustrie hat sich lange schwer getan, was Elektromobilität betrifft. Mittlerweile haben wir aber eine sehr, sehr breite Produktpalette. Wir haben attraktive Angebote, wir haben attraktive Automobile und das können wir zurzeit auch sehen bei der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt. Also Leitanbieter, da sind wir schon ganz erfolgreich. Jetzt müssen wir noch gucken, wie wir auch tatsächlich zum Leitmarkt werden in der Welt. Und da gibt es noch einiges zu tun. Wir waren relativ erfolgreich bei der Entwicklung neuer Modelle. Da können wir, glaube ich, durchaus auch ganz offensiv als Bundesregierung sagen, dass wir mit unseren Ausgaben für Forschung und Entwicklung einen signifikanten Beitrag auch geleistet haben, dass wir in Deutschland die Basis gelegt haben für die Entwicklung von wettbewerbsfähigen Produkten. Muss man sich auch mal überlegen, wir haben bisher einen Bundesbeitrag gehabt in Höhe von 1,4 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung. Und weiterhin planen wir jährlich 210 Milliarden ein, die wir im Haushalt in der mittelfristigen Finanzplanung haben. Das ist eine Menge Geld und die Investitionen zahlen sich jetzt aus. Wie ich gesagt habe, wir haben mittlerweile, kann man sagen, Hersteller aus Deutschland sind Leitanbieter. Wir haben enorme Fortschritte bei der Fahrzeugentwicklung, bei der Antriebstechnologie, bei Batterietechnologien. Wir sind gut bei der Vernetzung der Fahrzeuge mit dem Verkehr und dem Energiesystem. Aber wir haben bislang gerade mal 40.000 elektrische Fahrzeuge, batterieelektrische Brennstoffzelle und Hybridfahrzeuge. Das ist zwar vom Zuwachs durchaus beachtlich, wir haben eine Verdopplung im ersten Quartal 2015 gegenüber dem Vorjahr gehabt, aber eine Verdopplung von wenig ist auch noch nicht so viel. Also muss man sich überlegen, was können wir da tun? Was kann die Regierung tun? Was können die öffentliche Hand tun? Was können die Unternehmen tun? Und was kann die Zivilgesellschaft tun? Was kann Handel tun? Und was kann jeder Einzelne tun?
Es sind, denke ich, drei zentrale Bedingungen, dass Elektromobilität auch tatsächlich in Deutschland zum Erfolg geführt wird und dass wir auch zum Leitmarkt werden. Wir brauchen mehr elektrisch betriebene Fahrzeuge auf der Straße. Wir müssen zeigen, dass das keine Exoten sind. Eine Möglichkeit, die wir haben, ist die öffentliche Beschaffung. Es gibt einen unglaublichen großen Fuhrpark, der dazu genutzt werden kann, hier mehr Elektrofahrzeuge auf die Straße zu bringen. Das ist der eine Punkt. Da sind wir bei uns im Ministerium auch noch nicht so weit. Wir haben auch gerade mal ein Hybridfahrzeug. Unser Minister hat gestern Abend aber gesagt, er wird sich dafür vehement einsetzen, dass unser Fuhrpark sehr viel stärker mit elektrischen Fahrzeugen besetzt wird. Und das ist auch unser Ziel, dass die öffentliche Beschaffung da voranschreitet, um sozusagen einen Anschub zu bringen, um Impulse in den Markt zu bringen, dass wir da mehr Fahrzeuge auf der Straße haben. Der zweite Punkt, Ladeinfrastruktur. Das ist einer der zentralen Punkte. Ich selbst, um von eigenen Erfahrungen zu sprechen, ich selbst fahre zurzeit einen Hybrid, aber noch keinen Plug-in-Hybrid, überlege jetzt, das etwa 7 Jahre alte Auto zu ersetzen. Und jetzt ist die Frage, kaufe ich mir ein voll elektrisches Auto, kaufe ich mir ein Brennstoffzellenauto, wasserstoffbetrieben, kaufe ich mir ein Hybridfahrzeug, Plug-in-Hybrid. Die zentrale Frage, die ich mir persönlich stelle, und ich denke, dass alle diejenigen, die sich überlegen, auch ein Elektrofahrzeug zu beschaffen, dass sie sich die gleiche Frage stellen, wo kann ich meine Energie tanken? Habe ich genügend Ladepunkte, um sicher von A nach B zu kommen? Und da stehen wir noch am Anfang. Die wirtschaftliche Nutzung von Elektrofahrzeugen, die verlangt eine Infrastruktur, die sozusagen die an den Bedingungen, an den Bedürfnissen der Nutzer ausgerichtet sind. Das ist das eine. Wir müssen sozusagen eine Ladeinfrastruktur aufbauen, die erstens umfangreich genug ist, dass das Netz dicht genug geknüpft ist, und zum anderen müssen wir aber auch hier die Bedingungen schaffen, dass genügend Infrastruktur bereitgestellt wird. Das heißt, wir haben auch bei dem Aufbau der Ladeinfrastruktur wieder dieses Henne-Ei-Problem. Es lohnt sich nicht für Anbieter, in Ladeinfrastruktur zu investieren, wenn nicht genügend auf der Straße sind. Und es werden nicht genügend Autos auf der Straße sein, wenn wir keine Ladeinfrastruktur haben. Zusätzlich brauchen wir verlässliche Rahmenbedingungen, dass sich Ladeinfrastruktur als Basis von der privatwirtschaftlichen Investition auch lohnt. Wir sind hier auf einem guten Weg. Wir haben bis jetzt rund 5.500 öffentlich zugängliche Ladepunkte. Und wir machen jetzt auch einen wichtigen Schritt, indem wir nämlich Klarheit und verlässliche Rahmenbedingungen schaffen, indem wir eine Ladensäulenverordnung umsetzen, mit dem wir auch verbindliche Ladesteckerstandards festschreiben. Das ist ganz wichtig, dass es genauso einfach ist, Strom zu tanken, wie Benzin zu tanken. Dass ich nicht abhängig bin von einem Strommarktanbieter, dass ich nicht abhängig bin von einem bestimmten Auto, dass ich nicht abhängig bin von einem bestimmten Stecker, sondern dass ich im Extremfall in Europa vom Nordkap bis nach Gibraltar in einem Zug durchfahren kann und egal in welchem Land ich bin, mit welchem Auto ich fahre und wer mein individueller Stromanbieter ist, dass ich mit einer Karte von Nordkap bis nach Gibraltar fahren kann, ohne Schwierigkeiten. Und da haben wir in Deutschland zumindest da wollen wir den Grundstein legen. Wir hoffen, dass wir möglichst bald dann als erstes europäischer Mitgliedstaat diese Ladensäulenverordnung umsetzen werden.
Und damit machen wir verbindliche Vorgaben für den diskriminierungsfreien Zugang zu dieser öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur. Ich sage aber bewusst, es ist keine öffentliche Infrastruktur, sondern es ist eine öffentlich zugängliche Infrastruktur. Wir wollen nicht eine rein öffentlich finanzierte Ladeinfrastruktur in Deutschland, sondern es muss, genau wie bei den Tankstellen, eine privat finanzierte Infrastruktur sein. Aber wir wollen das mit Hilfe von öffentlichen Mitteln unterstützen. Das heißt, mit gesetzlichen Vorgaben und einheitlichen Standards für das Abrechnen. Damit ist es nicht getan. Sondern wir müssen auch da dieses Henne-Ei-Problem lösen. Und deswegen haben wir ein Forschungsprojekt aufgebaut, wo wir an 600 Schnellladesäulen, an zentralen Autobahnachsen und in Metropolen, also zum Beispiel hier in Berlin, sogenannte Schnellladesäulen aufbauen. Innerhalb von 20 Minuten ist Ihr Auto dann zu 60% aufgeladen. Und mit diesem Projekt, da beschreiten wir die nächste technische Ausbaustufe der Elektromobilität. Das heißt, ich kann dann tatsächlich auch von Berlin nach München fahren und kann mir sicher sein, dass ich, während ich einen Kaffee trinke oder eine Pause mache, dass ich dann so viel Strom tanke, dass ich dann auch weiterfahren kann. Gleichzeitig ist es wichtig, dass private Investoren in diese Ladeinfrastruktur investieren. Da haben wir durchaus erfreuliche Informationen. Wir hören von vielen Beispielen, vor allem aus dem Handel und aber auch aus der Wirtschaft. Neben der öffentlichen Beschaffung, zum Beispiel die DG Bank und der Handel, Sie haben sicher gehört, Aldi, Rewe, Ikea entdecken die Vorteile von einer Ladeinfrastruktur, was das auch für ihre Kundenbindung bedeutet, und stellen jetzt Schnellladeinfrastrukturen auf. Wichtiger Punkt sind große Flotten, wie zum Beispiel bei der Post. So will die DHL ihren gesamten Fuhrpark mit 50.000 Fahrzeugen in den nächsten Jahren elektrifizieren. Das ist ein zentraler Punkt. Und wenn wir diese Chance schaffen, sozusagen den Umstieg für die Nutzer auf Elektrofahrzeuge genauso möglichst einfach zu gestalten, dann haben wir eine zentrale Bedingung schon mal geklärt, dass wir es den Nutzern, den Einstieg in die Elektromobilität ermöglichen. Nur so können wir es dann auch schaffen, dass wir den Markthochlauf haben. Letztendlich, denke ich, wird es aber damit nicht reichen. Damit komme ich zu meinem dritten Punkt, zu meiner nächsten und letzten Bedingung, dass Elektromobilität zum Erfolg führt. Elektrofahrzeuge sind im Augenblick noch Exoten. Wir müssen davon wegkommen, wir müssen überzeugen, dass Elektrofahrzeuge eben keine überteuerten Exoten, sondern dass sie eine Selbstverständlichkeit sind. Da ist zum einen die Automobilindustrie gefragt, durch attraktive Modelle die Kunden von den Vorteilen von Elektromobilen zu überzeugen. Nur dann, wenn wir attraktive Modelle haben, werden Fahrzeugfahrer ernsthaft darüber nachdenken, tatsächlich auf Elektromobilität umzusteigen. Und dann können wir nach der öffentlichen Beschaffung und nach den großen Flotten, die wir haben, dann auch einen signifikanten Markthochlauf erwarten, was wiederum wichtig ist für die Industrie, damit durch sinkende Kosten die Preise attraktiver werden. Wir werden aber auch ganz zum Schluss nicht völlig umhinkommen, über das eine oder andere Modell nachzudenken, wie wir die Attraktivität beim Preis für Elektromobile verändern. Im Augenblick ist das Verhältnis von traditionellen angetriebenen Fahrzeugen, Elektroantrieben noch so, dass Elektrofahrzeuge nicht attraktiv sind.
Da gibt es Überlegungen innerhalb der Bundesregierung. Wir sind da in intensiven Diskussionen. Die Kanzlerin hat es gestern auf der internationalen Automobilausstellung auch angekündigt. Wir werden also noch bis zum Jahresende im Kreis der Bundesregierung ein Konzept vorlegen, wie wir seitens der Regierung die Attraktivität von Elektrofahrzeugen verbessern können. Wahrscheinlich ist da eine sehr breite Liste von Maßnahmen, was man da tun kann. Aber man muss auch überlegen, ob man tatsächlich auch monetäre Anreize setzen kann, um das Verhältnis von, um das Preisverhältnis von traditionellen, von konventionellen Antrieben und elektronisch angetriebenen Fahrzeugen zu verbessern. Wenn wir es sozusagen schaffen, dieses Henne-Ei-Problem zu lösen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Das schaffen wir nur gemeinsam. Das schaffen wir mit der Industrie, uns, den Unternehmen, Handel, die Anbieter und die Verbraucher. Und gerade in den Städten haben wir da die Bedingungen, dass wir den Markthochlauf hier voranbringen können. Und mit dem notwendigen Engagement und dem Durchhaltevermögen, das wir dazu brauchen, dann können wir auch Elektromobilität tatsächlich zum Erfolg machen. Aber Sie machen die Stiftung Lebendige Stadt hat hier in Berlin den Kongress gemacht zu Elektromobilität. Fangen wir hier in Städten wie Berlin an. Vielen Dank.